Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkogel, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 151. Eichkogelwanderung am Mittwoch, dem 19. August 2020. Wie Sie sehen, stehe ich nicht am Eichkogel, sondern am Ausfluss der Altausseertraun aus dem Altausseersee. Der ist hinter mir, Sie sehen hier den Loser, den Hochanger, und auf der anderen Seite nach der Seewiese die Trisselwand, und direkt hinter mir fließt eben die Altausseertraun hinunter nach Bad Aussee, wo sie sich mit der Grundlseetraun vereinigt, die sich vorher ihrerseits mit der Keinitztraun vereinigt hat, und alle drei zusammen fließen dann durch die Koppentraun in den Hallstätter See, und den Rest können wir bei einer anderen Wanderung einmal begutachten, wenn sie durch Bad Ischl und durch den Traunsee fließt. Jetzt aber zurück zum Altausseersee. Hinter mir sehen Sie die Seevilla. Das ist heute ein stattliches, großes 4-Stern-Hotel. Früher war es eine etwas kleinere Villa, und der Besitzer war ein Ungar namens Laszlo Wagner. Und dieser Laszlo Wagner war sehr befreundet mit Johannes Brahms. Brahms war ja des Öfteren hier, er war in Bad Ischl. Wir kennen seinen Besuch in Bad Ischl von Fotografien. Aber er war auch in St. Gilgen, denn in St. Gilgen hat ein sehr enger Freund von Brahms seine Sommerfrische gehabt, ein großes Haus gebaut, ist heute auch ein Hotel. Es war Theodor Billroth, der Chirurg. Und auch bei Billroth wurde natürlich den ganzen Sommer über musiziert. Hierher ist Brahms gekommen, um seinen Freund Laszlo Wagner zu besuchen. Hat dann eben hier gewohnt, in der Vorgängervilla, die aber genau dieses Haus war, nur eben deutlich kleiner. Und im Salon dieses Hauses sind mehrere Kammermusikwerke von Johannes Brahms zum ersten Mal aufgeführt worden. Das heißt, auch hier ist eine Stätte von Uraufführungen von Kammermusikwerken von Johannes Brahms. Tja, und das Ganze hat mehr oder weniger stattgefunden, weil eben der Kaiser hier über den Berg drüber seine Sommerresidenz gehabt hat in Bad Ischl. Gestern war Kaisers Geburtstag, der 190. Wir haben ihn gut hinter uns gebracht, gefeiert. Was hätte der Kaiser gestern Abend noch gesagt oder heute früh? Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.